So Leute, willkommen zurück zum Pokémon Trading Card Game von Wolf bei der LP. Ich habe gerade mal geguckt, wer so alles online ist. Der Dresden Dirk ist online. Moin. Dich habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, seitdem wir da im Turnier aufeinander getroffen sind. So, wir haben ein paar Kisten, die wir aufmachen können. Und ein paar Booster bekommen, die keine Sau will. Kommt Freude auf, ne? War das gerade ein Knackrack? Ich habe eben nicht richtig aufgepasst, aber ich glaube ja. So. Was gibt's hier noch? Ein Calamaneo. Kennt noch jemand diese kleine schwarze Ente mit dem Ei? Die hieß doch auch so ähnlich, ne? Calimero hieß die doch. Immerhin ein neues, ein Egnatol mit Seelenbalance. Lege beliebig viele Pokémon von deiner Bank auf deinen Ablagestapel. Diese Attacke fügt 30 Schadenspunkte mehr mal der Anzahl der auf diese Weise auf den Ablagestapel von deiner Bank auf den Ablagestapel gelegten Pokémon zu. Das ist ja mal richtig kacke, weil, sagen wir mal ehrlich, 30 Schadenspunkte ist jetzt nicht so viel und dafür Pokémon opfern, kann ich mir was Schöneres vorstellen. So, ich habe ja gesagt, ich wollte ja eigentlich mit meinem Gyarados-Deck da tauschen. Aber ich komme so selten dazu, Booster zu erspielen. Öffentliche Tauschangebote. Ich gebe einfach mal ein. Was kostet denn ein Gyarados? Groudon? Ne, ich möchte bitte kein Gyarados weggeben. Ich möchte eins kriegen. Das aktualisiert mir ein bisschen zu schnell. Zwei Kräfte im Einklang für ein Gyarados, das geht auch bestimmt auch günstiger. Hier, zwei für ein Gyarados. Aber ich krieg noch ein bisschen was von den anderen Schrottsachen hinterhergeschmissen. Hier habe ich doch auch ein Gyarados. Achso, nee, das müsste ich geben. Habe ich gar nicht. Drei für zwei. Ja, ist auf jeden Fall ein besseres Angebot als 2 für 1. Problem ist, dafür muss ich halt 4 für. Ja, machen wir es halt ein bisschen teurer, ne? Oh, da würde ich 1 kriegen und Schrott, wenn ich zumindest 2 von denen hätte. Nach den Flammen, da geben sie uns aber nur so ein Gyarados X, das will keine Sau. Für einen Booster so ein Gyarados. Ja, das hättest du gerne. Ja gut, wir müssen uns dringend Booster verdienen. Problem ist, Turniere kosten. Und Turniere kosten vor allen Dingen Zeit. Aber jetzt kostet es uns erstmal gar nichts, weil jetzt spielen wir einfach normal und hauen hier mal die Versusleiter durch. Vielleicht habe ich ja Glück und krieg ordentlich Booster, wenn ich diesmal mich richtig reinhänge. Theoretisch müssten wir heute schon auf 300 kommen. Naja. Was spielen wir denn heute? Wir gucken einfach mal, was haben wir denn von den täglichen Herausforderungen noch. Ich muss noch 2 gerade mal mit dem Nirgendwo-Deck wegboosten. Da darf ich? Kommt. Ich darf. Ich weiß, ich spiele es in letzter Zeit recht häufig, aber es funktioniert halt auch einfach. Es ist das Deck, das funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann benutze ich es. Ja, ich habe ja beim letzten Mal gesagt, habe ich noch so großspurig gesagt, heute kommt der Livestream von meinem Geburtstag. Ja, kam nicht, ne? Hab da auch gemerkt. Kommt diesen Sonntag. Problem ist einfach, das ganze Ding, der ganze 6 Stunden Livestream wurde geclaimed. Weil in Rocket League kurz Musik lief. Von Rocket League. Und mir das ganze Ding weggeclaimt. Kann ich beheben. Allerdings muss ich es dann in die einzelnen Spiele zerlegen. Vielleicht kommt es auch schon Samstag. Ich glaube, es kommt Samstag. Weil für Samstag kann ich nicht so viel aufnehmen. Und da wird einfach den ganzen Samstag der Geburtstags-Livestream kommen. Machen wir es doch so. Dann kann ich mich heute Nachmittag hinsetzen und kann den in seine Einzelteile zerlegen. Den kompletten Stream.
was ich auch tun muss. Also mir wird nichts anderes übrig bleiben, als den kompletten Stream zu zerhackstückeln. Dann bin ich der hackfleischhassende Zerhacker. Das ist jetzt eine doofe Situation, weil ich will das Papunga retten. Ich will aber lieber den Nestball. So. Das Papunga können wir auch anders wieder zurückholen. Ich bin noch ein bisschen müde. Es ist zwar nicht so früh, aber ich bin trotzdem irgendwie müde. So. Jetzt gibt's hier himmlischen. Wieso spreche ich das so aus? Himmlischen Blumenpfad. Dann holen wir uns gerade mal eine Energie. Ich möchte ehrlich gesagt tauschen. Weil wir müssen hier zwei Pokémon mit Papunga erledigen. Dementsprechend erledigen wir auch zwei Pokémon mit Papunga. Zack, zack. So, holen wir uns gerade noch einen Hopspot, damit wir nächste Runde noch den Schaden etwas hochdrücken können. Apropos nächste Runde. Dafür holen wir uns schon mal einen Emolga. Dann können wir nämlich nächste Runde mit dem nächsten Emolga den Nirkromixer aktivieren. Was ja unseren Schaden auch wieder ein Stück hochpusht. Also ab und zu kann ich nicht reden, ne? So. Was kommt jetzt? Da schickt er das Hydropi vor. Okay, das ist erledigt. Hydropi hat gegen uns keine Chance. Habe ich so viel verloren, dass ich jetzt schlechtere Gegner kriege? Ist das der Fall? Wenn ja, tut's mir leid. Ja, Morabble hat keine Chance. Das hat eine Pflanzenschwäche. Und ich kenne Chubia. Furchtbar. Ich bin auch gerade noch nicht in meiner Wohnung. Dementsprechend kann ich auch noch nicht alles machen. Ich bin aber nachher in meiner Wohnung. Also ich werde demnächst wieder rüberfahren. Ich habe nämlich heute noch ein bisschen was vor. Also ich meine, meine Wohnung ist komplett aufgeräumt und alles. Ich muss bloß nochmal staubsaugen und wischen. Das habe ich heute geplant. Und Getränke holen. Das ist nämlich mein Hauptproblem. Ich habe keine Getränke mehr. Also ich habe schon noch Getränke. Aber ich bin halt Gastgeber. Ich möchte für jeden irgendwas haben. Außer Alkohol. Das habe ich ja schon mal gesagt. Außer Alkohol kriegt ihr bei mir, was ihr möchtet. Und dementsprechend wird es Eistee geben. Es wird Cola geben. Es wird Sprite geben. Was das Herz begehrt. Ja, das ist egal. Und das Problem ist, ich muss das halt alles tragen. Da werden mich die Verkäufer wahrscheinlich ziemlich blöd angucken, weil ich weiß nicht, ob ich zweimal laufe. Ob ich mir die Mühe mache, zweimal zu laufen. Oder ob ich auf einmal mache, aber ich tendiere dazu, zweimal zu laufen, weil diese Plastikgriffe von den Sixpacks, ja nicht die am Bauch, sondern die anderen, die brennen sich in die Handflächen ein. Wer die schon mal über eine längere Distanz tragen musste, der weiß das. Das ist wirklich, als ob die sich in eure Hand schneiden. Und das ist nicht so cool. Und da habe ich auch ehrlich gesagt nicht so viel Bock drauf. Und deswegen trage ich die ja immer einzeln. Aber Problem ist, ich kann die nicht einzeln tragen. Okay, wir haben gewonnen.
Und wir haben einen Booster gekriegt. Grauen der Lichtfinsternis. So, jetzt dürfen wir uns wieder was aussuchen. Psycho-Evolutionskarten klingt gut, aber wir haben kein Psycho-Deck, ne? Dann nehmen wir das da. Wir haben das wie Peters Deck. Ah, das hätten wir tatsächlich dafür spielen können. Aber dann spielen wir jetzt einfach nochmal für das andere, für die andere Mission, Herrschaft der Moskitos. So, ja, ich hätte eine Idee, wie ich tatsächlich beide Sixpacks zeitgleich tragen kann. Ich nehme Taschen mit, eins kommt in die Tasche, werfe ich mir über die Schulter. Tut mir halt danach die Schulter weh, ist egal. Ich bin manchmal so ein Weichei. Und die andere Kiste kommt da, also das andere Sixpack, das nehme ich dann einfach gerade so. Oder ich klemme beide unter die Arme, aber ja, ich bin jetzt nie so arm trainiert, also je ein Sixpack unter je einen Arm. Das schlaucht auf Dauer doch ein bisschen. Zumindest links. Mein linker Arm ist sehr wenig trainiert. Könnt ihr mir ja mal schreiben, wie ihr die Sache lösen würdet, aber ich glaube, bis ihr das seht, da bin ich schon längst wieder zu Hause mit beiden Sixpacks. Das ist gut für uns, weil das sind zwei Pokémon, die tatsächlich Fähigkeiten haben. Und tatsächlich Fähigkeiten ist wirklich super für uns. So, holen wir uns mal ein Moskito. Der kriegt hier auch ein bisschen Power. Den Schwäche haben wir nicht. So. Oder, ja, der hat eine Resistenz, genau. So, jetzt habe ich leider so ein bisschen eine schlechte Karte gezogen. Bestienring. An sich cool. Ausführung nicht ganz so cool. Weil wir können ja jetzt recht wenig machen. Ja, leg ich jetzt einfach mal an. Sei mal dahingestellt. Weil der wird gleich entwickeln. Das war jetzt unsere Chance, die Viecher vor dem Entwickeln schon zu erledigen. Dumm gelaufen. Sehr dumm gelaufen. Ja, und dann geht's Samstag tatsächlich in den Escape Room. Pasch kann leider nicht, weil ihm die Kohle ausgeht, weil er hat sich einen Hundewelpen angeschafft. Ich muss ihn mal fragen, was für eine Rasse. Und außerdem, was auch dringend sein muss, muss mal wieder zu Pasch. Ja, wir müssen Mario Maker wieder aufnehmen. Da wird er erstmal zu mir kommen, wahrscheinlich am Wochenende. Den werden wir wahrscheinlich Sonntag aufnehmen. Und ich muss ihn dringend besuchen und den Hundewelpen begutachten. Also, das ist ja eigentlich schon Pflichtprogramm. Hundewelpen begutachten. Den werde ich auch machen. Muss mal gerade auf meinen Kalender gucken. Was sagt denn mein Kalender? Ah. Nicht viel. Sag mal, wo sind denn unsere Entwicklungen? Gibt es doch nicht. Doch, bei... Halt die Schnauze. So, weiter geht's. Ja, den Spruch muss ich mir oft anhören. Ja, das bringt halt leider überhaupt nichts. Was wir hier treiben. Bromley, oh Gott. Jetzt tritt er uns richtig in den Hintern. Pokémon-Kommunikation. Kommunikation abbrechen, bitte. Will ich nicht. Vor allen Dingen, das ist so ein Vieh, das ich heilen kann, ne? Achso, ne, der kann einfach eine Ultra-Bestie instant umbringen.
das ist gut. Die habe ich auch gar nicht mehr gebraucht. So, wir können uns das Vieh aber wiederholen. Und, was erdrückend dazu kommt, wir haben einen Bestienring. Das bedeutet, wir können jetzt einfach mal zwei Energien straight an das Vieh anlegen. Und dann erstmal fünf neue Karten ziehen. Also, warum haben die alle eine Resistenz gegen uns? Das finde ich irgendwie diskriminierend. Aber auf der Bank funktioniert Resistenz nicht. Top-Trank. Ja, geil. Einfach mal alles regenerieren, was er so hat. Ist auch gar nicht nervig oder so. So, jetzt setz erstmal Prügel. Zwei Karten ziehen. Ein Pokémon seiner Wahl entwickeln. Und gucken, dass man vielleicht an ein bisschen Energie rankommt. Entwickeln wir einfach noch eins. Weil, warum nicht? Immer noch keine Energie. Ich hätte gerne Energie gehabt. Aber egal, wir dürfen jetzt ja noch zwei Karten ziehen. Keine Energie. Immer noch keine Energie. Oh Gott, das Vieh, das wird uns wahrscheinlich gleich richtig tothauen. Und er hat die Kosten unserer Attacken erhöht. Das gefällt mir erst recht nicht. Weil wir können diese Runde nicht angreifen. Die GX-Attacke möchte ich mir eigentlich aufheben, das Vieh mit am besten einem Schlag zu erledigen, was wir nicht können, aber ist egal. Haben wir Energie im Ablagestapel? Haben wir. Dann nehmen wir uns die gerade mal. Weil wir es können. Wenn wir es können. Dann tauschen wir. Mal gegen ein Snibunna. Ist jetzt egal, wir müssen bloß das Feld irgendwie gleich loswerden. Obwohl, wartet mal. Wir können ja einfach das da opfern. Ja, alle Pokémon, die keine Feen sind, haben mehr Angriffskosten. Ja, danke. Ich hasse dich. Ich hasse es, gegen diese Feen-Decks zu spielen. Ich glaube, gegen keinen Gegner habe ich so extreme Gefühle wie gegen Feendecks. Ja, gut gespielt. Haben wir, danke. Du auch. Ich hasse dich trotzdem. Nützt mir nichts. Nützt mir so überhaupt nichts. Und ich finde es immer noch so doof, dass dann hier 2 angezeigt wird. Aber man kann es nicht mal nachlesen. Das heißt, diese 2 wird niemals verschwinden. Das sind so Sachen, da hat wieder jemand bei Nintendo nicht richtig nachgedacht. Hat was geändert, hat nicht alles geändert in dem Bezug. Und guckt sich jetzt nichts mehr an, wie meine Videos zum Beispiel. Um herauszufinden, dass das ein Fehler ist.
man sollte es immer melden. Wahrscheinlich haben das auch schon Leute gemeldet. Ich hoffe es. Nun gut, Leute. Ihr lasst mir jetzt erstmal einen Kommentar da. Einen Daumen nach oben würde ich mich sehr darüber freuen. Ich muss jetzt gucken, dass ich das Video und Super Dragon Ball Heroes noch hochkriege, bevor ich nach Hause fahre, weil bis ich zu Hause bin, müssten die schon längst da sein. Und dann setze ich mich ans Schneiden, ans Schnippeli-Schnapp-Schneiden von meinem Livestream. Also, Leute, und ich hoffe übrigens, ihr habt alle mitgekriegt, dass das mit dem, dass ich ständig nach Spenden frage, nur spaßeshalber ist. Ihr wisst, was ich immer sage, spendet nicht, wenn ihr das Geld selber irgendwie braucht. Das ist mir ganz wichtig, weil manchmal muss jeder einfach die Hose ein bisschen enger schnallen, muss ein bisschen Geld ausgeben und deswegen möchte ich nicht, dass sich irgendjemand verpflichtet fühlt, mir was zu spenden. Ich weiß, macht ihr eh nicht, aber soll sich niemand verpflichtet fühlen, mir was zu spenden, wenn er selber nicht so viel hat. Das ist mir einfach ganz wichtig, dass ihr darüber Bescheid wisst. Und wenn ich das im Stream sage, dann ist das ehrlich nur Spaß, weil wenn einer spenden will, dann macht das und wenn nicht, dann macht das nicht. So sieht's doch aus. Gut, Leute. Aber jetzt wirklich ein nettes Kommentar lassen. Daumen nach oben nicht vergessen. Schreibt mir, wie ihr mein Sixpack-Trageproblem lösen würdet. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit dem Pokémon Trading Card Game hier bei Wolf 2 3P. Bis dann, euer Wolf.